herzlich willkommen zu Folge 2 in Staffel 2, wo ich mal kurz eine Pause gemacht habe, so für circa eine Minute, weil ich vor kurzem was in der Küche schaffen musste. Ist mir aufgefallen, hier wird endlich angefangen mit Bauen der Mine. Sonst habe ich noch nichts gemacht. Die Blätter sind schon verwelkt. Und hier ist auch sehr viel auf dem Lager. Das bedeutet, wir müssen unser Lager langsam hier ausweiten, weil die fast schon wieder voll sind. Machen wir einfach mal hier noch ein Lager hin. Und hier. Und dann versuchen wir hier irgendwo mal uns einen Weg durchzuschlagen, dass wir irgendwann mal hier rüberkommen. Und da baue ich auch schon mal einen Weg, und zwar eine Brücke. Klappt das? Ja, die Brücke klappt. Muss ich mir nur hier markieren, dass hier eben ein Weg ist. Und hier drüben ein Weg. Salopp. Okay. Muss ich das verstehen? Mach ich einfach mal so. Irgendwann werden die ja hinten wahrscheinlich auch anfangen zu bauen. Ah ja. Siehst du? Da wird schon was errichtet. Und ein Lagerplatz. Seht ihr an? Die Mine hier hinten, die braucht halt 3 von 3. Das bedeutet, wir tun mal hier einen runter. Und hier einen rauf. Mal einen von einem, der ja das baut. Man braucht noch 3 Steine. Das ist halt sehr einfach. Ich glaube mal, der hier. Ein Kind. Weg. Das Kind wäre wahrscheinlich ein bisschen was gucken. Wir haben 1838 auf Lage. Wollen wir die einzelnen Häuser gucken? Die haben wir auch noch massenhaft. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Brücke ist jetzt eben zum Vorteil. Zum Vorteil da, dass wir hier auch sehr viel Expansion machen können. Wenn wir es so nehmen. Guckt, jetzt ist schon das Gerüst gesetzt. Hier. Das können wir auch schon hier rüber. Also schön mit den Wasserspielchen, dass das dann hier richtig komisch ausschaut. Ne? Ja, die Brücke ist jetzt fast fertig. Jetzt kommt der Arbeiter, der das jetzt hier erarbeitet. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. So. Nee. Einmal hier die Ressourcen bitte. Wegmachen. Hier kann einer dran bauen. Das reicht das mal. Schaut doch gut aus.
Ja, über sieben Brücken musst du gehen, das sagte schon der liebe Peter. Es stimmt, wir sind jetzt drei Arbeiter. Einer müsste jetzt hier rüberspringen. Ne, der eine ist ja noch hier. Und die anderen zwei sind hier. Genau. Weil die jetzt von hinten ja alles abfällen, finde ich das nämlich sehr gut, dass die das alles sofort hin schaffen. Super ist das. Ist hier auch schon das Gerüst da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Welche Richtung fließt eigentlich der Fluss hier? Ja, der fließt in die Richtung. Ah ja. 80% abgeschlossen. Wir sind 63% abgeschlossen. Sehr gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Grafik jetzt gefällt. Also ich habe ein bisschen bei OBS rumgeforscht und habe auch die Grafik ein bisschen höher gestellt. Na, guckst du an. Brennholz ist hier. Brennholz ist hier. Alles Mögliche, was man eben zum Bauen braucht. 64%. Nur noch 80. Upsala. Ab 17 haben wieder einen mehr. Okay, hier müssen wir das Steinlimit mal ein bisschen erhöhen. Könnte eigentlich bis auf den hier, wo das ein Vieh wird, ist da ein Vierhütter, der ist extra. Der ist extra, also könnte man sozusagen alle bauen, weil die ja im Winter nichts zu tun haben. Ach ne, wir haben Spätwinter, jetzt wird wieder wärmer. Jetzt haben die natürlich wieder was zu tun, schade. Schade. Aber wir haben den Winter überlebt mit 1124 Nahrung. Essen. Eine Brücke ist fertig. Sehr gut. Wir können sozusagen. Ach, darum, weil die den Weg hier so dämlich ziehen. Mache ich mal so und so. Na gut. Dann haben wir zuerst mal die Fischerhütte hin. Und da tue ich hier daneben gleich mal eine Fischzucht. Mal sehen, was die macht. Bringe ich mal gucken erstmal, was die kostet. 54 Holz, 32 Stein. Sah gerade aus wie Eisen. Aber es ist Stein. Guck, der geht auch mit seinen Jungschen hier.
Nee, der hier, der hat ein Kind, 3 Jahre alt. Hat dieselbe Kleidung an wie sein Vater. Das ist auch gleich abgeschlossen. Perfekt. Wenn sie dann hier über die Brücke gehen und auf der anderen Seite schöne Dinge erleben. Die Brücke möchte ich hier gerne hier rüber haben, weil ich hier an dem Berg eine Mine bauen möchte. Die ist dann zwar sehr weit vom Stadtkern entfernt, fällt mir gerade auf, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Genau, und hier hinten ist sie jetzt bald fertig. Bald ist sie fertig. Ich gucke ja schon mal. Was ist da? Hier. Eine Mine. Mit R. Hinpassen wird sie. Muss dann hier, wenn das hier fertiggestellt ist, nur ein wenig. Aber hier könnte man eigentlich perfekt einen Weg lang ziehen. Wir gucken gleich mal, ob der Weg auch funktioniert, so wie ich mir das gerade vorstelle. Es könnte durchaus möglich sein, dass wir hier einen Tunnel aufstellen müssen, genau an dieser Stelle. Hier kann kein Tunnel platziert werden. Guck mal hier. Hier geht's. Hier kann man einen Tunnel platzieren. Und da reißen wir hier, bevor die den Weg hier bauen, salopp, hier Straße wegmachen. Und da haben wir hier jetzt einen Weg, der geht ja von hier. So. Und geht dann hier hinten weiter. Perfekt an der Küste. Entlang. Können wir hier gleich nochmal ein kleines Lägerchen erstellen. Lagerplatz. Und was haltet ihr? Ist hier hinten jetzt fertig? Nee, noch nicht. Mal kurz überprüfen, ob hier an der Stelle eine Brücke rüber geht. Kann man hier eine Brücke erstellen? Heider dauert's, das funktioniert ja jetzt. Ist ja mal super. Psella. So. Probieren wir gleich mal, ob das von der Richtung auch funktioniert. Wir wollen ja hier sozusagen der Brücke rüber. Oh, das würde auch funktionieren. Sehr gut. Und das so. Und so. Und so. Das sind alle zufrieden. Die Brücke ist jetzt auch fertig. Sehr gut. Jetzt sind wahrscheinlich alle am Tunnel beschäftigt. 0 von 4. 2 von 2 sind jetzt hier auf jeden Fall. Die ist ja fertig. Wir haben 3 Bauarbeiter. Wo ist der eine Bauarbeiter, frage ich mich jetzt. Hier vorne haben wir noch eine Brücke und hier haben wir noch eine Brücke. Ich glaube, der eine Bauarbeiter ist gerade beschäftigt, hier einen Weg zu bauen, oder? Ja, Bauarbeiter. Ah, die ist ja fertig. Schlulatsch. 1 von 4. Genau. Sehr gut. Brauche nur 36 Stein. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so schwer hinzubekommen. Meines Erachtens nach. Wir haben den zweiten Frühling. Wir müssen das schnell hier mal ganz kurz. Mais.
Und so. Müssen mal schnell rüberkommen. Und hier drüben. Das sind ja nur Steine, ne? Das sind ja nur Steine im Weg. Das bedeutet, upsala, nein, hier. Nur Steine. Da bauen wir hier mal die Steine ab und tun hier mal hier noch das hinsetzen. Vorne? Ne, hier so ein bisschen weiter hinter. So. Genau. Wie weit ist diese Hütte? 14%. Tunnel haben sie noch gar nicht angefangen. Logisch, dass die zwei dort vorne auch noch nicht angefangen wurden. 17 Erwachsene, 13 Kinder. Was ist das für jemand? Der hier? Ist auch ein Bauer. Jupp. Das lippt doch. Das lippt doch. 14%, also hier kommt immer was hin. Das gefällt mir soweit so gut. Ah, es wird jetzt angeglichen auf dem Boden. Die laufen einfach nur so schräg rüber. Ist ja vorteilsreich, ne? Das sind ja Bauarbeiter. Alle beide. Na, wenn ich die jetzt anklicke und im Lager 8 Stein und jetzt einen Weg fertig haben. Na, es ist gerade ein bisschen blöd. Jetzt gehen sie gerade wieder zurück. Also das sind meine drei Bauarbeiter, die ich hier habe, sozusagen. Das ist ein Kind, oder? Ja, ein Kind. Ist irgendwas auf Lager. Nichts auf Lager. Muss erst lernen, dass es was auf Lager haben kann. Also meines Erachtens nach bin ich in der zweiten Folge jetzt schon mehr und besser gewappnet als letztes Mal. So, die Arbeiter könnten mal bitte hier hinkommen. Der steht einfach nur so rum. Hat gerade ein halbes Herz Gesundheit abgezogen bekommen. Und der ist gerade auf dem Weg. Den verfolgen wir jetzt mal. Der baut hier einen Baum ab. Okay. Okay. Wir setzen mal die Priorität in diesem Bereich höher. Hier ist die Priorität für euch höher. Das bedeutet, diese hier erfolgen. Gucken wir jetzt mal. Laurina arbeitet. Arbeiter arbeitet. Die hat nämlich eine Spitzhacke in der Hand. Ihr müsst jetzt eigentlich hier abbiegen, genau. Jetzt geht's hier rüber. Über die schöne Brücke. So. Und den Stein abbauen. So wie diese hier. Und diese hier, weil die Priorität höher gesetzt ist. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier fehlt nämlich Stein und das kann nämlich eigentlich sofort hier rüber gesetzt werden.
umso besser. Finde ich jetzt, ne? Umso besser. Frühsommer, im Frühsommer, 33 Grad im Frühsommer. Ist ja mal der Hammer. Aber ich habe auch raues Klima eingegeben. Das bedeutet, wir könnten auch mal schon im Frühherbst Minusgrade bekommen. Also der Frühsommer kann genauso 5 Grad warm sein wie jetzt 33 Grad. Nur mal so zur Information. Das ist noch nicht so erfolgreich. Hier jetzt schon sehr erfolgreich, 51%. Was Lebensmittelvorräte, 108. Meckert man nicht rum, jetzt hätte ich fast hier drauf geklickt, ne? Ich sollte das ja mal beobachten, warum das weggeht. Ah, hier liegt jetzt Stein, 15 Stein liegt jetzt hier rum. Liegt 40 Stein rum. Die 40 Stein könnten ja eigentlich mal richtig gut eingesetzt werden. Was bedeutet das? Kann ich nicht auswählen. Ansicht innerhalb des Bildschirms zentrieren. Auch so. Hier ist Fenster antippen, dass es offen bleibt. Keine Ahnung, was das ist. So geht's weg. Das ist die wichtigste Taste hier. 19 Einwohner haben wir schon mal. Und wir haben 21 Minuten, 22 Minuten gleich. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der dritten Folge von Let's Play Banished Season 2. Ich bin Cedric S. vom südesmeraldischen Fernsehen. Tschüss!